Moin Leute und herzlich willkommen hier auf der Mastery Farm Landwirtschaftssimulator 19. Na, ich bin natürlich, das ist ja heute mein erstes Let's Play. Somit will ich nur vorweg sagen, wenn irgendwelche kleinen Fehler, Kleinigkeiten oder so auftauchen sollten, schreibt es mir in die Kommentare, sowas kann ich auch schnell mal übersehen. Ich hoffe, ihr habt Verständnis. So, ja, jetzt aber hier mal zum Thema. Ich bin hier gerade mit dem Deutz AgroStar 628 und den Jordan, die Jordan-Beinpresse. Bin hier gerade am Gras pressen. Beziehungsweise eigentlich sagt man neu pressen, aber wir haben das hier jetzt nicht gewendet. Deswegen sage ich jetzt einfach Gras. Und ja, hier rechte Seite liegen etwa 8 bis 10 Ballen noch Stroh rum. Die werden wir dann in den nächsten Folgen wegfahren. Und ja, ich würde mal sagen, Presse an. Und dann machen wir mal ganz gemütlich hier ein paar Ballen. Was mich noch interessieren würde, ist, ob ihr die Innenansicht favorisiert oder ob ich auch Außenansicht fahren soll. Ich bin so einer, ich fahre gerne realistisch und fahre gerne mit Innenansicht. Was hoffe ich, die meisten Leute auch mögen von euch. Weil ich es einfach cooler finde. So. Ich schmeiß mal den Ball mal raus. Dazu gehe ich nochmal kurz raus, bis alles passt hier. Ja. Ich fahre jetzt nicht ganz so schnell. Ich weiß nicht, ob ich 20 durchfahren soll. So, mal schauen. So, muss ich mal hier vorne ein bisschen mitnehmen. Ja, das ist ein bisschen knifflig. Weiß ich nicht, hier habe ich mir so einen Sparta ausgeliehen. Ich sag mal, es war ein Vorführmodell. Und ja, der hat das dann hier so in der Ecke gespartet. Also ich bin noch nicht begeistert von dem Teil. Ich weiß nicht, ob ich es überhaupt gekauft habe. Ich glaube, es steht noch gemietet auf dem Hof. Auf jeden Fall überhaupt nicht mein Fall, dieses Teil. Das ist dieses Ding, wo man nur fährt, was keine Zapfwelle hinten hat, also was nicht angetrieben wird. Was keinen Motor oder so braucht. Was man einfach nur zieht. So. Ja, das ist nicht zu ändern, das mache ich später mal mit der Scheibenwäsche oder so weg, wenn ich halt grob war. Das werde ich jetzt nicht alles wegmachen. Wir haben ja genug Gras, Alter. So mit O, jetzt kommt noch ein Ballen raus. Ah, hier ist auf jeden Fall ordentlich Ertrag. Es war komplett gedüngt, also hier war alles. Außer Kalk habe ich nicht, aber ich glaube, ich brauchte. Ne, Kalk habe ich ausgestellt. Das wollte ich sowieso noch sagen. Ich habe eigentlich alles an. Also Flügen notwendig und voll alles an, außer Kalk. Weil das im Moment mit Finanzen und so da nicht hinhauen würde. Dann wäre ich ruckzuck pleite. Kalk und so mal kaufen, und das sind ja jetzt schon ein paar Felder hier. Ein paar Stunden habe ich schon runter, obwohl das hier ein Neustart sein soll. Also für die Leute, die sich jetzt fragen, warum ich hier schon Gras oder Heu oder Stroh zu liegen habe oder schon geerntet habe, liegt einfach daran, ich habe schon ein paar Stunden runter. Das alles ein bisschen vorzubereiten, weil sonst fängt man ja hier mit Null an. Ich muss ja mal so ein bisschen in die Ecke. Sieht ein bisschen komisch aus. Hier mal ein bisschen Halbgas nur geben,
weil sonst das schwierig wird, dann fahre ich immer zu weit, muss ich immer ein Stück zurück. Und ich möchte das recht, also wenn es möglich ist, möchte ich das so machen, dass ich den Ball auch vor dem Schwad rauskriege, dass er dann nicht irgendwo im Schwad umliegt. Weil es gibt auch so Leute, in den Bahn, die dann immer so, weiß ich nicht, mit der Presse so richtig doll nach hinten haken müssen, nach hinten haken, weil die das nicht schaffen, rechtzeitig zu stoppen, und dann sind sie schon auf dem Schwad und der Ball ist schon längst drinne, und dann, naja, deswegen fahre ich dann lieber nicht so schnell. Ihr wisst, was ich meine. Auch wenn ich das wie ein Idiot erkläre jetzt hier. Genau das meine ich. Das kommt, wenn man halt zu schnell fährt und sich konzentriert, wann der Ball rauskommt. So eine schöne Wiese hier. Hab ich erst gekauft. Ja, die Wiese, die war ja vorher noch nicht. Ein paar Sachen musste ich schon kaufen. Was haben wir mitgenommen hier? Die haben wir jetzt schon raus. 6 Stück. Ich schätze so 8 bis 9 kriegen wir hier raus. Aber das soll erstmal jetzt hier wahrscheinlich Futter für die Kühe werden. Ich habe auch schon was Feines gedownloadet, aber dazu alles in den nächsten Folgen. Ich will noch nicht alles verraten und kein Spoilern. Wäre immer geil, wenn der Ballen dann rauskommt, dann gibt er immer ein bisschen mehr Gas, hat das Gefühl. Ich weiß nicht, ob denn die Umdrehungen, weil das ist ja auch noch ein bisschen für den Trecker dann Leistung, die er bringen muss, wenn der Ball dann rauskommen soll und der halt am Ende dann quasi den nochmal richtig zuzerrt und dann rausschmeißt. Das ist irgendwie bei dem Deutz hier richtig hörbar, wenn der Ball dann rauskommt. Finde ich sehr schick, also ich finde ihn generell geil. Ich weiß gar nicht, von wem der ist. Der ist jedenfalls der von Mottab. Das weiß ich. Ob man es jetzt gerade gehört hat, auf jeden Fall habe ich es gerade so gehört, ein bisschen, der gibt dann immer ein bisschen mehr Gas. Das wird ein Abbunker beim Mähdrescher. Das ist dann hier auch. Das sind so diese kleinen Features, die das einfach ausmachen, bei seinem Trecker oder bei seinem Mod, ja. Darauf kommt es halt an, ne? Und das finde ich halt auch richtig geil. Ja, es war zu früh. Raus. Wenn ich dann nehmen wir das letzte Gras da hinten drauf. Oh. Knappe Kiste hier vorne. Ah, dann nehme ich das bisschen, was da hinten noch lag. Und vielleicht kriegen wir da noch einen raus. Ich weiß nicht. Wie viele sind das jetzt hier? Das sind jetzt 4, 6, 8, 9. Ah, gut geschätzt, also. Perfekt. Jetzt ein Pickup nach unten. Das ist jetzt halt so. Zugeklappt. Das finde ich auch sehr nice, dass wenn die Rundumleuchte an ist, dann sieht man hier dieses Blinken, und wenn man stehen bleibt, da sieht man das ganz gut da.
Display oder Terminal, wie man es nennt. Na, Terminal nicht, aber das sieht man ganz gut. Wollte ich euch einfach mal zeigen, die können wir wieder ausmachen, wir sind ja auf dem Hof. Ist einfach schon ein schöner Träger. Also wir haben noch ein paar andere Schlepper, die zeige ich euch dann in den nächsten Videos. Zum Fuhrpark dann erstmal mehr später. So, wo stellen wir den hin? Na, da vorne steht hier Hänger, oder können wir nicht hinstellen? Ah, ich weiß, wo ich den stelle. Steier rein. Ah, der Hänger muss hier raus. Genau, dann machen wir das mal so. Das Ding hier. Bauen wir hier mal auf. Na, hier ist noch was drin. Das überlege ich gerade, was ich damit machen wollte. Ich glaube, ich wollte das auch noch verkaufen. Genau, das machen wir dann gleich mal. Dann sperren wir den hier kurz ab. Leg das Ding an. Stellen das ab. Und dann fahren wir noch den Weizen weg. Oder ist das Gerste? Kurz gucken. Weizen ist es überhaupt. Kann man es verkaufen? Mal bei dem Livestock Marke da. Wir bringen es jetzt einfach hier mal zu Windmill Hill. Oder Windhill. Ach, frag mich nicht, wie das heißt. Also so mit den Verkaufsstellen, das merke ich mir so persönlich, wie die heißen. So, bringen wir den erstmal hier hin. Da hinten sind noch ein paar Vorgänge. Die sollen eigentlich nicht zugebaut werden, weil wir da irgendwann die anderen noch mit zupacken müssen, die da noch liegen, die 8 Stück. Aber die sind sowieso hier alle zugebaut, von daher ist das jetzt auch weniger schlimm. Reinstellen hier. Genau. Oh, diese Türen, ich liebe es, ey. Die sind einfach sowas wie buggy. Manchmal, die gehen ja auch nicht zu, obwohl man schon 1000 Mal geklickt hat. Also, die Map hat auch noch kein Update. Also, immer noch die 1.5, also möchte ich sagen. Bin ich mir aber nicht sicher, also wenn ich jetzt hier gelogen habe, dann tut's mir leid, aber ich glaube, es ist die 1.5. So. Ah, jetzt hat er hier wirklich, also mit den Hängern und so, da tut sich der Deutsch ein bisschen schwerer. Also er kriegt 2 hin, gut, aber er braucht ein bisschen zu beschleunigen. Der ist ja nur halb voll, der hat nur knapp 10 Tonnen drin. Oder 10 Kubik. So, fahren wir hier mal zu Windmill Hill. Oder Windmill. Auf jeden Fall, der andere ist viel zu weit weg. Also das war, würde jetzt die Zeit so ein bisschen, das würde sich ein bisschen lang ziehen. Deswegen lassen wir das und bringen das hier zu dem anderen. Meine Güte, ey, 20 Sachen nur hier auf dem Berg. Ah, da ist der Steuer besser. Ich nehme Steuer für sowas eigentlich lieber. Ne, Windmill Hill, genau. Ist ein komischer Name. Sehr komisch. War das hier rein? Ne. Hier was rein. Blinker wird hier nicht gesetzt.
Hühnerfarm. Da überlege ich, ob ich das dann hier später auch mal kaufe oder das ist vielleicht so schon eins, aber das ist dann hier später mal Hühner ansiedeln. Aber das weiß ich noch nicht so. Wollen wir noch überlegen. Oh, das war 14 Uhr genau, sehe ich gerade im Spiel. Wer sagt's? So. Dann kippen wir das hier noch schnell rein und dann würde ich sagen, ist dann hier auch Ende. Feierabend. War doch hier richtig krass. Na, immerhin 11.000, fast 12 sogar. Gut, Leute, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da. Kommentiert, wie ich es vorhin gesagt habe. Und über ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein.